Hallo, ich bin Carsten in Gersfeld. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Herzlich willkommen auf dem hessischen R1 auf dem Fulda-Radweg. Ja, die offizielle Strecke startet in Gersfeld in der Rhön an der nahe der bayerischen Grenze. Eigentlich kann man von Fulda aus mit dem sogenannten Rhön-Radbus auch auf die Wasserkuppe Richtung Quelle fahren. Nur leider zur Corona-Zeit haben die keinen Fahrradanhänger dabei. Und deshalb weiß ich nicht, warum der im Moment Rhön-Radbus heißt, wenn er keine Fahrräder mitnimmt. Darum bin ich dann von Fulda aus mit dem Fahrrad bis nach mit dem Zug bis nach Gersfeld gefahren. Gerade eben gestartet. Wir haben es jetzt, weiß ich nicht, schätze mal 13:30 rum, nachmittags. Und als ersten Campingplatz habe ich mir den in Schlitz ausgesucht. Ja, ich fahre ja jetzt die ganze Zeit schon an so einem kleinen Bach entlang. Und irgendwie ist mir das gerade erst bewusst geworden, dass das wohl schon die Fulda ist. Ah, ihr hört es vielleicht auf der Kamera, ist ordentlich windig, ich habe auch ordentlich Gegenwind, aber dadurch, dass es hier vom Start aus ziemlich gut bergab geht, merke ich den Gegenwind in den Beinen gar nicht so. Finde ich dann ganz okay, dann stört mich auch mal der Gegenwind nicht. Ja, von Fulda aus mit der Bahn nach Gersfeld braucht man so circa 40 Minuten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange ich jetzt mit dem Fahrrad brauche. Sind so circa 30 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche, also denke ich mal 2. Ja, das ist jetzt der zweite Fluss von meinem Projekt W. W wie Weser. Ein Stück Fulda bin ich ja vor, weiß nicht, circa 4 Wochen schon gefahren, als ich den Eder-Radweg gefahren bin. Ja, und da habe ich auch gemerkt, dass hier in Hessen die Radwege recht gut markiert sind. Ich muss leider zugeben, besser als bei uns in NRW. Aber zumindest war der Eder-Radweg in NRW nicht so gut markiert. Ja, ich habe es immer noch tendenziell ganz gut bergab, aber auch immer noch ordentlich Gegenwind. Ja, es sind auch einige Radfahrer unterwegs, allerdings Radreisen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber man muss auch sagen, ich bin ja auch noch nicht weit gefahren und ich weiß ja nicht, ich denke mal, die meisten, die werden morgens auf den Fulda-Radweg starten und nicht wie ich erst nachmittags. Keine Ahnung. Ja, zur Anreise an sich bin vom Ruhrgebiet aus komplett mit der Bahn gefahren. Eigentlich alles ganz gut geklappt, bis auf das der Zug vom Ruhrgebiet nach Kassel-Wilhelmshöhe radmäßig total überfüllt war. Aber okay, wir haben Samstag in den Sommerferien. Ne? Also da kann dann schon mal sein, dass da ein bisschen mehr los ist. Obwohl Familien, würde ich sagen, habe ich in den Zügen weniger gesehen. Eher Pärchen.
Ja, bin irgendwie irgendwo kurz vor Fulda, 5 Kilometer oder so bis zum Zentrum stand da gerade. Da steht da, ja, 4,5. Ja, 14.40 Uhr, ja, das kommt dann ungefähr so hin. Kurz nach 16 Uhr sollte ich dann auf dem Campingplatz schon sein, auf den ersten Tag. Mit Anreise, dann plane ich ja eh nicht so viel ein. Ja, durch Fulda durch musste ich hier so eine Umleitung fahren. Aber mittlerweile kann die Fulda sich auch wirklich Fulda nennen. Von Fulda sieht man nicht viel. Man fährt eigentlich nur hier durch so einen schönen Park. Aber das stört mich auch nicht wirklich. Wenn ich mir die Stadt anschauen will, dann kann ich mal mit dem Auto hier hinfahren. Ja, eins kann man auf jeden Fall sagen. Einsam ist der Radweg hier nicht. Also zumindest auf dem Stück bis Fulda waren jede Menge Leute. Und ich denke mal, das wird wohl auch so weitergehen hier. So, noch 12 Kilometer und ein bisschen bis zu meinem Campingplatz nach Schlitz. Schlitz liegt nicht direkt am Fulda Radweg, ein bisschen abseits, aber soll eine schicke Stadt sein. Die Fünfburgenstadt Schlitz, bisher noch nicht gehört. Mal schauen. Ja, bis Fulda war der Radweg ja relativ easy, alles ziemlich flach. So, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich bergab. Ja, und nach Fulda kommen dann auf einmal plötzlich so kleine Zacken, die so kurz hinter einer Kurve auftauchen. Wenn ich dann einmal verschalte, dann kannst du hochschieben. Aber dafür sieht man ab dann auch öfter die Fulda. Oder zumindest eine Brücke. Oder man kann erahnen, wo sie fließt. Ich habe gerade noch mal eine kleine Pause gemacht für die letzten 10 Kilometer. Gleich mal gucken, ob ich in Schlitz noch irgendwo was einkaufen kann. Ich muss nicht unbedingt, aber was Kaltes zu trinken wäre nicht schlecht. Also hier ist schon ganz gut was los, aber noch im angenehmen Bereich. Ist jetzt noch nicht so, dass man von anderen Radfahrern genervt ist. Die Rhön ist schon schön. So, jetzt sollte irgendwann auch mal eine Brücke kommen, wo ich auf die andere Fulda-Seite komme, weil Schlitz liegt auf der anderen Seite. Mir wird ja eine angezeigt, aber ich sehe gar keine. Ah, nee, doch nicht. Ach, das ist hier ein See, ist gar nicht die Fulda. Ja, da sehe ich doch gerade, die Autos haben hier VB auf dem Kennzeichen stehen. Also Vogelsbergkreis. Ja, Ende August bin ich auch wieder im Vogelsbergkreis. Schöne Grüße, ihr Dunkels. So, da wären wir in Schlitz. So, das Zelt steht. Platz kostet 9,50 Euro. Vollkommen in Ordnung.
Sanitäre Anlagen sind auch gut. Kann man nicht meckern hier. Kleiner Platz. Direkt am Freibad ist wohl hier der ehemalige Freibad-Parkplatz, keine Ahnung. Aber Freibad ist geschlossen. Aufgrund von Corona haben wir dann nicht aufgemacht. Jetzt werde ich noch eben Luftmatratze aufblasen, duschen gehen und dann ein bisschen was essen.